hat's so gedacht, das glaube Jesus, ich fall nicht sein. Das hat's so gedacht, das glaube du, wird einer gut gemacht. Nicht laufen, Bulli, liefere, Prost. Einmal. So gedacht, das glaube Jesus, ich fall nicht sein. Das hat so gedacht, das glaube du, wird einer gut gemacht. Wie schmeckt uns immer gut, dunkel schneit, dunkel blöd. Wo man immer lustig sieht, trinkt man auch mal wie. Das hat so gedacht, das glaube Jesus, ich fall nicht sein. Das hat so gedacht, das glaube du, wird einer gut gemacht. Ja, wir sind auch immer Schlawiner, haben fast nach 10 Zigeuner. Wir trinken wie am Molle verrascht, hey, auch der Mann schöpfte Glaspusch. Ja, wir sind auch immer Schlawiner, schön und herzlich. Dankeschön. Wir trinken wie Prost. Es ist ein guter Brauch und eine Tradition. Am Aschermittwoch ist Proklamation. Dieses Ereignis von höchstem Range bringt ins Auge die schönste Tag im Gange. Ich darf mit Freude und Stolz verkünden, ohne dass man mir das groß begründe. Die virtuelle Burenfasnacht 2021 ist jetzt eröffnet. Der Augener Bürger, sei es ein Trost, am Sonntag dann ist es um. In Gottes Namen. Prost! In Gottes Namen. Prost! In Gottes Namen. Prost! Trinke. Mir ist auch dieses Jahr ein Anliegen, und das sage ich ganz offen, wie sie euch am Riemen sind anständig und möglichst nicht besoffen. Leute, es gehen die jetzt los. Und das wäre famos. Wir lehnen uns aber weiterhin zurück und wir sehen kein End. Also mit dem Zurücklehnen. Stellt trotzdem auf und nehmt das Glas in die Hand. Und jetzt wird es ganz spannend. Das Schlawinerlied, den wir jetzt miteinander singen, sodass es im Auge und im ganzen Markgräflerland wird erklingen. Jetzt wird es spannend mit der ganzen Verzögerung. Aber bereit? So, aber wenigstens. Was nach Zauge, was muss glauben, Junge, es ist ein toller Sache. Was nach Zauge, was muss glauben, Junge, dein Abbruch.
Zu jeder Fasnacht und auch zu jeder Proklamation, da gehört selbstverständlich die Verpflichtung des Schlawinerrates. Deshalb möchte ich jetzt euch bitten, vom Schlawinerrat euch nochmals zu erheben und die Bildschirme dann auch so einstellen, dass man das sieht, wenn ihr stöhnt. Und euch bitten, mir die Verpflichtungsformel nachzusprechen. In der Statute von der Schlawiner steht druckt. In der Statute von der Schlawiner steht druckt. Dass man über die Wurenfasnacht in Auge sie muss verrückt. Dass man über die Wurenfasnacht in Auge sie muss verrückt. Als Oberspinner schritt ich deshalb zur Tat. Als Oberspinner schritt ich deshalb zur Tat. Und erkläre mich bereit für den Schlawinerrat. Und erkläre mich bereit für den Schlawinerrat. Die Bestimmungen sind uns alle bekannt. Die Bestimmungen sind uns alle bekannt. Für den Wiehort Auge und fürs Magreferland. Für den Wiehort Auge und fürs Magreferland. Die übrigen Bürger sagen mir zum Trost. Wir sind bald wieder normal. Wir sind bald wieder normal. In Gottes Namen. Die anderen haben es hinter sich und wir fangen an und werden unsere Spaß dran haben. Corona-Proklamation daheim im Bau. Merkt keiner, bist nüchtern oder schon blau. Und noch was Gutes, da dran ist, sieht keiner, was da an ist unterm Tisch. Hast Rülpse und noch Zwiebeln stinken. Es kostet nicht, egal wie viel du durst trinken. Jetzt zeig dir, was du an hast. Kurze Hose, es ist warm da drin. Etwas stinkt mir irgendwie. Der Host, der kann dir die Stimme entziehen. Es gibt kein Durcheinander schwätzen und kannst dich auch mit niemandem fetzen. Und wenn du Bach hast, musst du grüßen, dann fliegst du mitz im Meeting raus. Das Internet bei uns auch ein Risiko, Verbindung tut nicht mehr stehen. Wir machen halt mit und denken dabei, 2022 soll es wieder anders sein. Aus diesem Grund heben wir das Glas zum Trost. Auf unsere Bauernfasnacht, in Gottes Namen. Prost. Heute heisst es, wir haben heute vor dem Essen sozusagen nichts. Kein Ehrung, kein Orden, kein Schoppenglas zu verteilen. Keine offiziellen Verabschiedungen und auch keine offiziellen Aufnahmen. Inoffiziell darf ich aber mit großer Freude die Aufnahme unserer treuen Melli Muser in den Schlawinerrat verkünden. Unsere Rechnerin darf sich im Geiste von nun an als in der Schlawinerrat aufgenommen betrachten. Der Vollzug erfolgt aber unter würdigeren Umständen. Wenn es die Corona-Verordnung dann wieder einmal zulässt, absehbar im Rahmen der Generalversammlung, wann immer die auch stattfindet. Also Melli, auf dich.
und auf der Hütte, wo noch kommt, in Gottes Namen. Prost! In diesem Sinne gibt es jetzt gleich etwas zu essen und das machen wir nicht jedes Jahr, aber ich würde das jetzt einfach in Ermangelung des Programms noch vorlesen. Und zwar haben wir ja auch einen wunderschönen Trinkspruch vom Erich Leubin, seiner Väter. Oh, du herrliches Getränk, wegen dir habe ich schon oft wie Hals verrenkt. Ohne dich möchte ich nicht mehr sein, du herrliche, gute Autonomie. Die Krankheit steckt in jedem Markgräfler drin, darum braucht er auch ständig seine Medizin. Das Rezept für einen echten Fasnachtsschlawiner reicht vom Goethe-Edel bis zum Braminer. Darum trinken wir ihn als eine delikate Kost mit einem in Gottes Namen. Prost! 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 Diese Sauberei hier. Mhm. Und damit wir jetzt den Interaktionsgrad noch ein wenig erhöhen, möchte ich doch an jeden appellieren, der jetzt dort zugeschaltet ist, spontan einen weiteren Trinkspruch in der Runde beizutragen. Die Sonne scheint ins Kellerloch, einen nehmen wir noch. Ich will es sagen. Wer Liebe mag und Einigkeit, der trinkt auch mal eine Kleinigkeit. Ja, das bricht daheim. Das Paulus sprach zu den Korinthern, saufet wie die Würstchen. Was? Was? Trink, solange der Becher winkt, nütze deine Tage. Ob es da oben auch was gibt, ist die große Frage. Schön. Ich habe auch noch einen. Ich würde sagen, Schwabenhage! Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Wir sitzen hier am runden Tisch und saufen, bis er eckig ist. Es trinkt der Mensch, es säuft das Tier, heute ist es das Pferd, heute ist es umgekehrt. Das Pferd, das Tier, das Wasser macht weise, fröhlich der Wein, drum trinken sie beide, um beides zu sein. Hoch der Humpe neidet sie ihn morgen, wenn wir Wasser trinken. In dem Sinn, er gehört miteinander. Schmatze nicht so laut. Ey, Kommando, du hast ja jetzt eine Mütze auf. Der Kommandant hat es auch erkannt. Da denkt, ich wechsle mal. Super. Also wenn er ein Magie braucht, gehen wir hin. Der offizielle Teil ist beendet und jetzt gehen wir zum gemütlichen Teil über, wie auch immer das dann gestaltet wird. In diesem Sinne, auf uns und auf die Schlawiner ein dreifaches. In Gottes Namen. Prost. In Gottes Namen. Prost. In Gottes Namen. Prost.